Wie bist du drauf gekommen, Alphorn zu spielen? Das ist ja nicht so ein richtiges Instrument für Norddeutsche, oder? Ohne Berge. Also ich komme ursprünglich aus Süddeutschland, aber daran liegt es nicht. Nee, es ist einfach ein Hobby und man interessiert sich einfach für die Ursprünge auch der Musik und wo das alles herkommt. Ja, das ist doch verrückt und darüber muss ich derzeit als Klimawandelforscherin viel nachdenken, dass Orchestermusik zu uns Menschen gehört und dass wir mit den Instrumenten und mit der Musik, die wir als Menschen bewahren können, Zeiträume von Jahrhunderten, Jahrtausenden überspannen. Aber gleichzeitig sind wir in einer Gegenwart gelandet, wo sich die Natur, die Umwelt, die auch wir Menschen zum Überleben brauchen, so schnell verändert, dass wir gar nicht mehr davon ausgehen können, dass Europas Gletscher, die Gletscher, die auch da waren, als Beethoven da war, dass die uns so erhalten bleiben. Es heißt sogar, nur noch 10% der Gletscher werden Ende des Jahrhunderts da sein, wie in Beethovens Zeiten vor 250 Jahren. Was bedeutet das? Verstehen wir nicht, dass die Natur, die Landschaften zu uns gehören wie die Musikinstrumente? Haben wir keine Möglichkeit, den Landschaften, der Natur, der Umwelt einen Wert zukommen zu lassen? Genau darüber wollen wir zusammenarbeiten, Orchester des Wandels und Klimaforscher. Warum heißt ihr eigentlich Orchester des Wandels? Orchester des Wandels ist eine Initiative in Deutschland. Da gehören jetzt 10 Orchester an. Und die Bremer Philharmoniker sind seit letztem Jahr Mitglied. Und wir wollen einfach mit unseren Möglichkeiten, sprich mit Musik, zum einen durch Benefizkonzerte Gelder sammeln, um Klimaschutzprojekte voranzutreiben. Und zum anderen einfach Aufmerksamkeit erzeugen durch Musik und eben solche Projekte. Hier im Überseemuseum, hier treffen wir uns, weil von uns Menschen hier einiges bewahrt ist, was uns ausmacht. Wie sind wir um die Welt gekommen? Wie haben wir überhaupt Expeditionen gemacht? Hinter mir ist die Polarkugel, die wir Polarforscher brauchen, um draußen in extremen Lebensräumen zu überleben, wo es so bitterkalt ist, wo Stürme und die Natur so stark wirkt, dass sie eigentlich das Leben von Menschen ausschließt, wenn wir nicht unsere Techniken mitbringen. Und die große Frage, die uns bewegt, ist: All das Wissen, all die Kunst, die wir Menschen haben, kann die nicht auch noch mehr dafür genutzt werden, dass wir etwas tun für unsere Umwelt, für die Natur, für unsere Zukunft? Und wie können wir zusammenarbeiten? Was können wir alles Großartiges auf die Beine stellen, um uns zu retten und um die Natur zu bewahren? Was hat es eigentlich auf sich mit dieser großen Arktis-Expedition, die gerade zu Ende gegangen ist, Mosaik genannt? Es ist so, dass wir Menschen immer noch zu wenig wissen über den hohen Norden, den Lebensraum des Eisbärens. Der Eisbär steht als ein Symbol für eine Landschaft aus Eis, Meereis. Der Ozean, wenn er kalt ist, gefriert. Dazu muss es aber wirklich bitterkalt sein. Und dann können die Eisbären dort ihr Fressen finden und sich eben auf den kalten Winter vorbereiten. Eisbären, die sitzen dann an den Löchern im Eis und warten, dass Robben auftauchen zum Luftschnappen. Und dann fangen sie sie und fressen sie und so futtern sie sich dick, dass sie eben den kalten, dunklen Winter überleben. Wir wissen tatsächlich wenig über diese Region. Sie ist extrem und sie ist selten beforscht worden. Deswegen war es so ein Traum von vielen Klimaforschern, Polarforschern, zusammen mit einem internationalen Team einmal für ein Jahr mit einem Schiff eingefroren durch den arktischen Ozean zu driften und alle Daten synchron aufnehmen zu können. Luft, Eis, Wasser, Leben. Warum ist das selten? Warum ist das was Besonderes? Weil tatsächlich das erste Mal, dass das gemacht wurde,
eines der wenigen Male war, dass es gemacht wurde. Und zwar von Fridtjof Nansen vor 125 Jahren mit einem Holzboot der Fram. Aber mit modernen Methoden, modernen Sensoren, wirklich die Arktis, den Winter als Ganzes zu vermessen, das hat so noch niemand hinbekommen. Und jetzt sind wir so froh, dass wir die Bilder haben, die Bilder von einer Welt, von der wir nicht wissen, wie lange sie noch hält. Esther Horvath, die Fotografin, war dabei und sie hat die Begegnungen der Forscher mit dem Eisbären aufgenommen. Sie hat Bilder gezeigt, wie sieht das eigentlich aus, wenn Menschen im Dunkeln forschen, wenn es überhaupt kein Licht am Himmel gibt, außer mal dem Vollmond und dem künstlichen Licht des Schiffes, was ihr Zuhause ist. Sie hat auch hingeschaut, wie forschen die Forscher und wie dynamisch ist das Eis, wie kann man Kälte fotografieren. Die Augenzeugen und die Bilder, die Filme, die Daten, die wir haben, stehen für eine Zeit, von der wir vielleicht die letzte Generation sind, dass wir eben diese Arktis so kennen, so sehen, wie sie war, wie sie jetzt noch ist. Vor allen Dingen wird das Meereis sich immer weiter verändern. Die Vorhersagen sind, dass wir die letzte Generation sind, weil schon in den nächsten 30 Jahren es arktische Sommer geben wird, wo das Meereis vollständig verschwindet und damit der Lebensraum des Eisbären. Was können wir also tun? Zusammenhalten. Es angehen, verstehen, dass unser menschliches Handeln das ist, auf was es ankommt. Darauf hoffen wir, dass wir genau das hinbekommen.